Ja, hallo, servus und grüß Gott. Heute ein Video vorher mit einem Telefongespräch und im Anschluss erkläre ich den Betrug dahinter. Viel Vergnügen. So, bitteschön. Ja. Jetzt hör. Karl Halfred hat. Ist richtig so. Ja, genau. Mein Name ist René Sommer von der Grafikabteilung des Regionalverlages. Ich habe hier jetzt im Stadtplan bei mir hinterlegt. Ja? Dort haben sie wohl eine Anzeige drin. Warum ich jetzt anrufe, da ist jetzt am 18. diesen Monat ist wohl noch eine letzte Auflage zu erscheinen. Danach ist das zu Ende. Läuft aus. Ich wollte geben, dass sie eine E-Mail erhalten werden mit dem Korrekturabgleich. Aha, okay. Und nicht, dass sie sich über die Mail wundern. Okay. Ich bin ja aber gerade überfordert. Was ist denn das? Wo ist denn das? Mir sagt das jetzt gerade gar nichts. Der Stadtplan, der ausgelegt wird auf den Ämtermöhren Gemeinden und im Berchtesgadener Land wird ausgelegt auf den Krankenhäusern. Die DIN A4-Broschüre, die gelbe Anzeige von ihm. Wie gesagt, im Moment bin ich überfragt. Ich kenne es nicht, sagen wir es mal so. Kann sein. Okay. 2020 soll man das veranlasst haben. Da ist jetzt am 18. Dezember wohl noch die letzte Auflage und danach läuft das aus in Ihrem Fall. Okay. Wir wollten halt nur hinterfragt haben, ob die Anzeige jetzt in dieser Form noch so aktuell ist oder ob man Änderungswünsche hat. Deswegen müsste ich Ihnen das mal per Mail zukommen lassen an dieses-online.de. Okay. Die habe ich hier so hinterlegt und damit Sie mal einen Blick drüber werfen, Herr Kotter. Okay, na, aber hat sich eigentlich nichts geändert. Von dem her müsste es dann ja gleich bleiben. Wenn das schon ein Vertrag ist, den wir haben, dann glaube ich, es bleibt gleich, ja. Ja, aber wie gesagt, am Telefon kann Ihnen ja jeder was vom Pferd erzählen. Ich sage es mal ganz grob. Deswegen machen wir es halt schriftlich. Dann haben Sie es auch schwarz auf weiß vor sich liegen. Aha, okay. Und es wäre super, wenn Sie mal drüber schauen könnten, ob die Anzeige noch so aktuell ist. Okay. Zudem steht auch auf dem Schreiben jetzt mit dabei, dass es jetzt nach dieser Auflage automatisch ausläuft und dass eine separate Kündigung nicht erforderlich ist. Okay, also da muss ich nichts kündigen dann. Okay, gut. Nein, wenn Sie das Schreiben zurückkommen lassen, bestätigen Sie uns die Aktualität des Inserates erstens und zweitens, dass danach automatisch ausläuft und dass eine separate Kündigung nicht erforderlich ist. Okay, dann passt es. Also Sie müssen die E-Mail ausdrücken, die ich Ihnen sende, die PDF-Datei. Sie müssen mal drüber schauen, ob alles so passt. Wenn Sie sagen, da ist noch alles okay so an der Anzeige, dann müssen Sie es einmal gegenkennzeichnen, also unterschreiben und danach zurückschicken per Mail. Wenn Sie doch Änderungswünsche an der Anzeige haben, können Sie die gerne darauf vermerken. Dann würden wir die so in Betracht ziehen. Okay, gut. Und das ist jetzt die letzte Auflage. Habe ich den Rest schon bezahlt oder kommt das in der Rechnung dann? Oder da ich das einordnen kann? Da kommt noch die Rechnung. Da kommt noch die Rechnung. Da steht aber alles mit dabei. Ja, okay. Da steht aber alles noch mit dabei. Sie bekommen jetzt noch die Rechnung für diese drei Auflagen. Zwei, die schon erschienen sind und die letzte, die noch jetzt zu erscheinen ist. Steht auch alles so mit dabei. Das ist jetzt die letzte Auflage. Da steht einmalige Auflage, läuft automatisch aus. Eine gesonderte Kündigung ist nicht erforderlich. Jetzt haben Sie gesagt, das läuft seit 2020, weil ich habe es 21 erst übernommen in dem Betrieb. Das heißt, ich kriege jetzt noch von 2020 dann eine Rechnung oder wie kann ich das jetzt... 2020, hier steht 2020 im Januar veranlasst. Okay, und da kriege ich dann noch eine Rechnung? Von 2020 an noch? 2020 wurde das gemacht, für drei Auflagen steht hier. Okay. 2020 ist es erschienen einmalig im Februar, dann ist es 21 wohl gar nicht erschienen, Corona-bedingt. Im ganzen Bundesland Bayern nicht. Dann ist 2022 die zweite Auflage erschienen. Jetzt erscheint die dritte und die letzte Auflage, 23. Und das macht eine summierte Summe von 490 Euro. Okay. Für diese drei Auflagen. Okay. Ich schicke es Ihnen mal, dann haben Sie es schwarz auf weiß. Ja, geht klar. Und dann können wir ja nochmal sprechen. Ja, geht klar. Gut. Ansonsten brauche ich aber das Schreiben bis Dienstag zurückgesandt, damit wir das Ganze auch nach dieser Auflage auslaufen lassen können. Mhm. Ja, okay. Geht klar. Dann schalten wir das so, wenn Sie es gekriegt haben. Nein, Butter. Okay, super, danke Ihnen. Frohes Schaffen. Dankeschön. Danke, wieder. Danke. Tschüss. Hallo, servus und grüß euch. Also, wir haben jetzt gerade den Herrn Sommer gehört in diesem mitgeschnittenen Telefongespräch. Der hat ja gesagt, er ist vom Anzeigenregionalvertrag oder Regionalvertrag oder wie auch immer. Und angeblich liegen diese Broschüren an den Ämtern, an den Gemeinden und sowas aus.
Damit suggeriert er uns am Telefon, dass das alles seine Ordnung hat, weil es liegt ja bei der Gemeinde aus, bei der Stadt aus. Es hat irgendwie so einen offiziellen Charakter. Und er betont es nur, dass es diese gelben Zettel sind, die da ausliegen. Ja, in jeder Gemeinde, in jeder Stadt liegen in Deutschland irgendwo Zettel mit Gelb aus. Und so mancher Unternehmer macht auch Werbung. Und man macht auch gerne Werbung für Firmen vor Ort, besonders wenn man selber eine Firma hat und man hat dann vielleicht so einen Bezug zur Gemeinde und da ruft dann einer an und sagt, ja, wir machen da Gemeindeblatt, magst du mitmachen? Ja, dann machen wir mit. Und das ist die Masche. Und jetzt schauen wir mal an, was dieser Herr Sommer da erzählt. Also, er meldet sich schon mit diesem Regionalvertrieb. Da macht schon der erste Klick, ah ja, kann sein, dass wir da dabei sind. Jetzt schauen wir mal, wo dieses ganze Ding herkommt. Das ist das hier. iDruck Limited oder wie auch immer. Das ist also der Auftraggeber. Das heißt, wir hören jetzt nichts und lesen nichts von Regionalmarketing. Jetzt schauen wir uns als nächstes an, was da eigentlich kommt. Da kommt ein Anzeigenauftrag, Bürgerinfofolder, Bürger-ID. Dann steht da drauf das Format, DIN A6, Hochformat, vierseitig und wo es gedruckt wird. Anzeigenkosten je Veröffentlichung. Und jetzt kommt schon. Vorher im Gespräch habe ich ja gefragt gehabt, was kostet mich das Ganze? Und dann hat er ja irgendwas erzählt gehabt von 490 Euro. Das wäre jetzt angeblich, so wie es der Herr Sommer gesagt hat, für die vier Auflagen, die ja schon seit 2019 laufen würden. Jetzt schauen wir uns aber genau an, was da steht. Nettoanzeigenpreis pro Anzeigefeld 490 Euro je Veröffentlichung. Anzahl Anzeigenfelder, ein Anzeigenfeld. Und hier herüben, da, wo es jetzt dunkel wird, stehen aber zwei Anzeigefelder. Das bedeutet, wir zahlen nicht 490 Euro für vier Auflagen, sondern 490 Euro pro Anzeigenfeld, also knappe 980 Euro, plus Farbpauschale und Satzpauschale, jeweils nochmals 190 Euro. Also nochmal knappe 400 Euro mehr. Wir sind jetzt ungefähr bei 1400 Euro für eine Auflage. Jetzt kommt's. Dieser Gauner hat ja gesagt gehabt, es handelt sich um die dritte Auflage, um die letzte Auflage und danach hört dieser Vertrag auf. Jetzt schauen wir uns mal das an. Also da stehen dann die Auftragsbedingungen und bla bla bla. Ich gehe jetzt ganz nach unten. Ich mache noch einen kurzen Stopp. Hier in diesem Feld ist normalerweise diese Grafik, die uns dann zugeschickt wird. Also sprich, er sagt ja, dass wir irgendwas schon als Grafik haben. Und dann sieht man da sein eigenes Logo und dann sagt man, ja. Das kann schon sein, ich habe ja irgendwas letztes Mal in Werbung in Auftrag gegeben. Machen ja viele, dass man einen Auftrag gibt, die Werbung extern verlegt und dann sagt, ja, das wird schon passen. Also hier findet man sein eigenes Logo. Jetzt schauen wir aber da herunten her. Und das werden die meisten schon gar nicht mehr so richtig lesen. Hier steht: besondere Vereinbarung, einmalige Auflage, läuft automatisch aus, eine gesonderte Kündigung ist nicht erforderlich. Ja, jetzt denkt man sich, ja gut, der hat ja gesagt gehabt, eine Ausgabe kommt noch. Das läuft nachher aus, das hat er ja auch gesagt gehabt. Eine gesonderte Kündigung ist nicht erforderlich. Ja, dann ist ja alles gut. Das passt ja. Das hat ja dieser Kamerad, der Herr Sommer, auch gesagt gehabt. Wir sind schon dabei. Jetzt gibt es noch eine neue Auflage und danach hört es auf. Jetzt schauen wir mal in das Feld rechts, wo wir dann unterschreiben sollen und wo etwas steht, was ein bisschen kleiner gedruckt ist. Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Vertrag gelesen und verstanden zu haben. Mir ist klar, dass ich hiermit einen neuen Auftrag erteile und im Zweifelsfall persönlich hafte. Hier steht's. Wir unterschreiben hiermit einen neuen Vertrag. Also nichts von dem, was der Herr Sommer gesagt hat, dass wir einen alten Vertrag haben, der seit 2019 oder 2018 oder was auch immer läuft und der jetzt die letzte Auflage hat.
Nein, man unterschreibt einen neuen Vertrag. Und dann ist man auch verratzt. Jetzt schauen wir mal, wo diese dubiose Firma eigentlich ihren Sitz hat. Da wird man nämlich dann auch ganz schön staunen. Auftragnehmer, da wo wir das Ganze dann hinschicken, ist die eDruck Limited, Office Park Moncton, Wakefield, UK. Also, natürlich ist diese Firma nicht in der EU. Jetzt ging man schon wieder zurück ins United Kingdom, also nach Großbritannien. Die letzte Zeit waren diese Werbeblätter, die da kämen, diese Anzeigenaufträge, immer aus Mazedonien, Nordmazedonien, Serbien und so weiter. Jetzt ging es wieder zurück nach UK. Wahrscheinlich, weil man dann davon ausgeht, dass die Leute meinen, es ist ein bisschen seriöser, wenn es von da kommt. Schauen wir uns aber nochmal diesen Anzeigenauftrag an. Also, man beauftragt hier Auftragsbedingungen, Inhalt und Umfang. Sechsseitiges Ding, 2000 Exemplare und so weiter und so fort. Rücktrittsrecht. Der Arbeitnehmer räumt den Auftraggeber ein Rücktrittsrecht ein. Dieses ist binnen einer Frist von 14 Tagen nach Vertragsunterzeichnung gegenüber dem Auftragnehmer ohne Angaben von Gründen auszuüben. Das heißt, wenn man hier unterschreibt, man hat einen neuen Vertrag abgeschlossen. Da geht es nicht darum, dass man einfach aussteigt und bestätigt, dass die Grafik, dass das Logo richtig ist. Nein, man schließt einen Vertrag ab. Aufpassen dabei, bitte. Ja, da in diesem blauen herinnen steht eine verbindliche Anzeigenvorlage. Die abgebildete Anzeige, die dem AN durch den AG überlassen wurde, dient als Vorlage zur Erstellung des Korrekturabzugs und der druckfertigen Anzeige. Der AG erteilt dem AN ausdrücklich das Recht zur Verwendung dieser Vorlage und dessen Inhalt zum Zweck der Erstellung eines Korrekturabzugs, bla bla bla. Erinnert man uns nochmal dran, der Herr Sommer hat ja vorhin gesagt gehabt, wir hätten schon einen Auftrag verteilt und aufgrund dessen schickt er uns nochmal diesen Korrekturabzug zu. In meinem Fall, in dem Fall, was ich zugeschickt gekriegt habe, weiß ich es hundertprozentig, dass ich niemals zuvor diesen Vertrag abgeschlossen haben kann mit diesem Logo, weil das Logo selber erst vor 1,5 Jahren so geändert und entworfen habe. Das heißt, die klauen von irgendeiner Webseite oder von irgendeinem Prospekt oder was auch immer die finden, die Daten, klauen die Logos, fügen die hier ein, schicken sie dann dem Kunden und der sagt dann, ja, okay, letzte Aufträge passt, lass mal auslaufen. Liebe Leute, liebe Geschäftstreibende, passt auf. Diese Anzeigenaufträge, die auch immer mit drinnen stehen haben und daran erkennt man es, wo man vorsichtig sein muss. Bürgerinfo-Folder, Bürgerinfo-Broschüre, Bürgerinfo, hau mich tot. Das ist Betrug. Pfoten weg. Und man zahlt sich dumm und dämlich. Es geht nachher hier drum um mehrere Auflagen. Es geht meistens um vier oder mehr Ausgaben. Hier zum Beispiel sind es drei kostenpflichtige Ausgaben. Drei. Also dreimal knappe 1.400 Euro. Wir sprechen hier von 4.200 Euro für einen läppischen Anzeigenauftrag, der nirgends verteilt wird. Also die verteilen ein paar Exemplare und das war's. Also Finger weg von diesen Betrügern. Passt's auf und schickt dies nicht unterschrieben zurück. Danke fürs Zuschauen und bitte die Unternehmer, die Gewerbetreibenden, die jetzt zugeschaut haben und die sagen, ja, scheiße, ist mir auch schon passiert, gebt es weiter. Gebt es an Freunde, Bekannte weiter und sagt, was hier läuft. Okay? Also, in dem Sinn, schauen wir, dass wir diesen Gaunern das Handwerk legen. Bis zum nächsten Video. Servus, fertig.